Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Whispering Willows. In der letzten Folge haben wir gesagt, dass wir in die Katakomben gehen. Aber ehrlich gesagt, als ich das ausgeschaltet hatte, kam es mir schon so ein bisschen schlecht vor von der Idee her. Weil erstens, wenn wir was ausgraben, können wir das wahrscheinlich nur sehr tief unten. Und zweitens, gerade irgendwo sehr tief unten hatten wir ja dieses komische Viech aufgeweckt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ja, das genau das ist, was wir jetzt tun sollten. Ich bin da ehrlich gesagt so ein kleiner Schisser und weiß nicht, ob der jetzt wieder weg ist. Ich würde sagen, ach, da ging es nicht weiter. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal hier oben noch ein bisschen um. Wenn wir da gar nichts finden sollten, dann werde ich auf jeden Fall noch mal gucken. Da ist Garten verlassen gewesen. Da kommen wir, glaube ich, nach vorne oder nach hinten oder wie auch immer zu dieser Villa. Was war hier noch mal? Vorderseite der Villa. Hier war doch auch noch was. Das war das Gasthaus, genau. Er hatte aber, ich meine, dieser Flying Horse wollte ich gerade sagen. Oder hieß der Flying Horse? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, er hatte aber irgendwas vom Gasthaus gesagt. Garderobe. Ich werde Dads Jacke nicht dort aufhängen. Achso. Habe ich das beim letzten Mal auch schon gesehen? Ich weiß es nicht. Wir haben auch das Rätsel hier immer noch nicht gelöst. Deswegen. Ich denke irgendwie, dass wir hier noch was machen müssten. Aber ich weiß nicht, ob wir tatsächlich noch was machen können. Da sind wir entlang gegangen. Hier vielleicht, dass da irgendwas mit ist. Was war hier nochmal, wenn wir da reingehen? Es war das mit dem komischen Ofen, was ich bis heute noch nicht verstehe. Ich meine, klar, wir haben natürlich schon lange nicht so einen Ofen gehabt. Wir haben schon lange normale, ja, Öfen halt gehabt. Und naja, bei mir sind es jetzt auch über oder ziemlich genau 40 Jahre her, ne? Also, dass ich das erste Mal, gut, da war ich natürlich dann ein Baby. Da kann ich mich jetzt nicht mehr so wirklich dran erinnern. Aber die Öfen sind alt, aber komisch sind sie nicht, so wie sie es so schön gesagt hat. Was, was, was? Um die Vorhänge zu öffnen und zu schließen. Oh. Bringt uns das irgendwas? Nicht wirklich, ne? Ich hab jetzt nur mal so. Vielleicht ist nachts irgendwie ein Geist dahinter, oder? Nein! Was ist das denn? Nein! Kam das jetzt durch die Vorhänge? Ich meine, wir hatten doch da nichts, oder? Da kann ich. Ja. Da kann ich runter, aber ich wollte erstmal hier gucken. Da kann ich nichts machen, okay. Weil hier war ich ja noch nicht. Besitz von der Kommode. Ach! Okay, die kann man dann wegrücken. Ah, aber dann mache ich die mal nicht direkt unter die Vorhänge, falls wir die auch öffnen können. Das weiß ich ja nicht. Nee, das ist wieder die Kommode. Da können wir durch. Ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt alles mit ihr. Den Bereich habe ich gern. Wenn ich das jetzt wieder zumache. Nee, aber das ist immer noch da. Habe ich das jetzt ernsthaft übersehen? Hier kann ich auch die Vorhänge öffnen und schließen. Ich habe echt so das Gefühl, dass hier bald ein Jumpscare-Effekt kommt. Spätestens beim dritten Mal bestimmt, oder? Nicht? Ich mach's immer lieber wieder zu. Hier ist noch eine Tür. Gehen wir mal diesmal durch die erste Tür. Noch ein Badezimmer. Aber da oben können wir noch durchfliegen. Diesmal mit einem kaputten Spiegel. Sieht nicht gerade gemütlich aus. Ja. Kann ich auch nichts für. Damit hätte ich jetzt, also ich hätte jetzt gedacht, dass wir vielleicht eh. Oh. Okay, wir müssen uns einen Weg da hier durchbahnen. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir vielleicht irgendwo was übersehen haben, dass da Notenblätter sind oder so. Aber damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und das ist jetzt einmal im Kreis. Da sind wir hergekommen, ne? Ah, da geht's hoch. Da hätte ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet. Das ist eine Sackgasse. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg und er funktioniert nicht. Ja, habe ich mir schon gedacht. Dann nehmen wir hier den Umweg. Okay, davon können wir Besitz ergreifen. Sonst ist hier eigentlich nichts. Was ist das denn für ein Hund?
Oder ein halbes Schaf eigentlich von der Optik her. Vielleicht auch noch ein Teddybär oder sowas. Passt er das Gemälde mit links oder rechts an? Ah, okay. Ah. Können wir jetzt da hinkrabbeln? Ja, können wir. Okay. Frage ist, finden wir jetzt auf diese Art die Notenblätter? Das war ja mein ursprüngliches Ziel, ob wir vielleicht da mit den Notenblättern weiterkommen. Ich weiß auch nicht, ob wir das mit dem Graben überhaupt schon machen können. Ich habe keine Ahnung. Nein. Gerade noch davon gesprochen. Ey, ja, Notenblatt. Ich frage mich, wie die Melodie klingt. Oh, dein Ernst. Gerade noch davon gesprochen. Die können wir aber nicht wegschieben oder so, ne? Ich würde gerne durch die Tür gehen. Okay. Ja gut, dann haben wir das mit dem Notenblatt. Dann können wir den Typen ja... Aber was passiert dann? Keine Ahnung. Vielleicht kommt dann ein Schlüssel oder sowas raus. So Resident Evil-mäßig. Es tut sich eine Geheimtür auf. Dann geht man in den Nebenraum und findet da einen Schlüssel, wodurch man dann eine riesige Tentakelpflanze besiegen muss. Nein, das wahrscheinlich eher nicht. Also ich hoffe zumindest, dass das hier nicht ist. Ich bin müde, aber ich kann mich nicht ausruhen, ehe ich nicht Dad gefunden habe. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das so ein Running Gag einfach nur hier mit den Vorhängen. Ich weiß es ja nicht. So eine Puppe habe ich übrigens auch gehabt hier. So eine Mannequin, nennt sich das, glaube ich. Schaufensterpuppe, genau. So gruselig. Ich denke ständig, sie würde sich bewegen. Nö, das Problem hatte ich nicht. Oh, da ist eine Tür. Geht's hier noch weiter? Ne, das ist versperrt, ne? Ja, ja. Vielleicht kommen wir von da hinten irgendwo hin, wo wir dann fliegen. Na. Ich sollte am besten gar nichts mehr sagen. Oder ich sollte immer irgendwas sagen, wenn ich nicht weiterkomme oder so. Keine Rollen oder so. Na gut, heißt nicht, dass es schwer ist. Ah, hier haben wir noch was. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht in den anderen Räumen irgendwie überlesen, also übersehen. Ach so, das ist jetzt zu, weil wir die alle haben, oder wie? Eine Gruppe von jungen, mutigen Leuten hat eine Gruppe weißer Männer erspäht, die aus dem Osten kommen. Wir wissen noch nichts über sie. Es ist meine Hoffnung, dass sie keine Gefahr für uns sein werden. Allerdings müssen wir vorbereitet sein. Wenn es sein muss, auch wenn wir diese neuen Freunde mit offenen Armen empfangen. Wir haben Essen zubereitet, sodass unsere Besucher von unseren Geschenken teilhaben können. Und um sie zu begrüßen, einige der Frauen und Kinder haben sich vorbereitet, um zu fliehen. Ich habe gerade Flirten gelesen. Wenn diese Männer gewalttätig werden, etwas, worum ich sie gebeten habe. Ach so, dass sie fliehen, nicht, dass sie gewalttätig werden. Ich hasse es, daran zu denken, aber wir brauchen Menschen, um unsere Linie fortzuführen. Unter diesen Frauen und Kindern sind meine Töchter, Enkelinnen und Enkel. Wenn ich mich nicht retten kann, kann ich sie zumindest retten. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass diese weißen Männer uns wohlgesinnt sind. Solange wir uns selbst als einladend und zivilisiert präsentieren, werden sie uns als... was auch immer sehen. Wir werden es nie erfahren, weil wir es nicht lesen dürfen. Kann man hier nichts machen? Wenn ich jetzt hier zurückgehe... Ah, Moment, was ist jetzt? Was war hier? Ah, das ist die zweite Seite. Ich kann mit dem linken Stick kann ich das bewegen. Ah, nein, ich bin nur rausgegangen. Ich wollte nicht pausieren. Okay, hier haben wir, glaube ich, jetzt... Nee, Gepäck hatten wir eben schon. Ich bin jetzt so ein bisschen paranoid, weil ich jetzt ehrlich gesagt nichts übersehen will hier. Man sollte öfter mal ein bisschen mehr paranoid sein, damit man halt eben nicht die Sachen übersieht. Ich bin diejenige, die sie zum Brunnen Wasser holen. Die sie zum Wasser holen zum Brunnen geschickt haben. Die einzige. Also habe ich den Eimer im Garten gelassen. Was werden sie tun, wenn sie mich nicht finden können? Durstig werden. Genau. Okay. Oha. Oha. Was war das? Folterbank, du meine Güte. Was ist das nur für ein Ort? Ja. Kann ich hier nichts machen? Oder ist die immer davor, obwohl ich hier irgendwas machen kann? Geh doch mal weg. Nee, anscheinend kann ich hier nichts machen. Ne? Ist immer noch verschlossen. Also, sie hat jetzt von dem Brunnen gesprochen. Jetzt bin ich gerade am Belegen. Moment, das unten, das war das Badezimmer. Genau, da sind wir eben schon weitergekommen.
Sind wir wieder hier? Da kommen wir nicht rein. Und hier ist wirklich nichts, wo ich jetzt. Nee. Hier auch nirgendwo. Von unten. So. Ach so, das ist aber nur, damit ich hier. Ja. Ich wollte gerade schon sagen. Nee, aber ansonsten ist da nichts mehr. Was haben wir denn jetzt? Wir haben noch die Schauf. Ach so, das. Ja. Das Notenblatt, das müssen wir wahrscheinlich erstmal wieder nach unten bringen, bevor es weitergehen kann, denke ich mal. Habe ich hier auch nichts übersehen? Irgendwie eine Notiz oder so? Hier war ich doch schon drin, ne? Das war das Badezimmer. Ja, da war ich drin. Ich sage jetzt, so langsam werde ich ein bisschen paranoid, damit ich hier bloß nichts vergesse. Hier bin ich auch oben gewesen. Ah ja, klar, da bin ich nach hier gekommen. Da war aber auch nichts mehr, was ich so machen konnte, ne? Ach so, das ist das. Ach, das ist das Gleiche. Jetzt verstehe ich das. Ja. Durch die Tür bin ich nicht gegangen, weil sie klemmt. Okay, gut. Ich sage, ich werde gerade ein bisschen paranoid. Ich vergesse, dass ich. Ich vergesse. Ich versuche nicht zu vergessen. Hier kann man nichts öffnen. Ah ja, hier war der Typ, mit dem ich sprechen wollte. Kann ich ihm überhaupt als Geist das Notenblatt geben? Das ist so die Frage jetzt. Oh, danke, Elena. Danke. Ich war ohne den Segen der Musik in meinem Leben so verloren. Nun werde ich das Lied für dich spielen, das ich versprochen habe. Ich habe noch gesagt, da kommt eine Geheimtür. Gut, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die im Kamin ist. Ich kann aber eigentlich wieder zurück, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass die im Kamin ist. Wobei, ich glaube, bei Resident Evil 7 war es. Da war, glaube ich, auch so eine Tür im Kamin drin. Oder irgendwie zumindest so ein Abstieg. Da geht es nicht weiter? Nee. Achso, das war das nach oben. Uah. Ich spüre eine hohe Konzentration von Tod und Verwesung in der Nähe. Wir kommen wohl näher. Kann ich jetzt buddeln? Das sieht ja auch so locker. Du musst graben, Elena. Und enthüllen, was darunter verborgen liegt. Wo denn? Hier. Oh nein! Das ist nicht richtig. Scheiße. Wir haben diese gequälten Seelen der Toten ausgegraben. Elena, geh! Verschwinde von hier! Oh, Scheiße. Kann ich schneller laufen? Wahrscheinlich, weil die Angst hat. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt hier stehen bleiben würde, würde ich mich wahrscheinlich runterziehen. Give them a hand. Nee, das wollte ich aber eigentlich nicht. Ich bin verwirrt, Elena. Ich war sicher, wir würden meinen Körper hier finden. Ich erinnere mich daran, gefallen zu sein. In Dunkelheit gefallen zu sein. Eine Grube der Verzweiflung. Bitte, Elena, wir müssen die Suche fortsetzen. Also gefallen hört sich jetzt eher. Oh, das ist geil, man hört das immer noch, obwohl der gar nicht mehr zu sehen ist. Gefallen sein hört sich jetzt eher danach an, dass wir jetzt endlich zum Brunnen können. Würde ich mal so vermuten. Moment, da kam noch was. Klammern. Hallo? Es gibt so viel, was ich nicht verstehe. Warum verspüre ich so ein Gefühl der Finsternis? Und warum sollte jemand meinen Dad entführen wollen? Flying Hawk, genau so hieß er. Flying Hawk weiß auch nicht genug, um mir harte Fakten geben zu können. Ich habe so viele unbeantwortete Fragen. Ich möchte einfach nur weinen. Ich fühle mich so ausgelaugt nach allem, was ich gesehen habe. Aber es spielt keine Rolle. Ich muss weitersuchen. Egal, was kommt. Egal. Dürfen keine großen Gegner kommen, sonst bin ich weg. Vorderseite der Villa. Aber ich meine, das wäre hier gewesen, oder? Mit dem Brunnen. Bin mir nicht sicher. Hier ist das Gewächshaus. Da müssen wir doch was wegschneiden. Andere Seite von der Villa. Ach nee, hier war das mit der Sternwarte. Vorderseite der Villa. Theoretisch müssten wir mit beiden Sachen von der Villa
Müssten wir doch. Genau, hier ist der Brunnen sogar direkt um die Ecke. Toll. Ah. Ja, es funktioniert, okay. Das ist cool. Wir werden uns jetzt endlos lange diesen Brunnen hinab. Oh ja, wir kommen näher. Ich spüre meinen Körper in der Nähe. Hinablassen, das wollte ich sagen. Das hört sich aber irgendwie nicht gut an. Das ist weit genug. Mein Körper liegt hier unter der Erde, direkt am Rand dieses Brunnens, wo ich nicht hin möchte, nebenbei bemerkt. Ach so, das ist er. Danke für deine Hilfe, Elena. Ich wäre ohne dich endlos durch die Welt gestreift. Ich kann jetzt meine Reise ins Jenseits beenden. Ich wünsche dir Glück dabei, deinen Vater zu finden. Ich versichere dir, dass er lebt. Aber du musst dich beeilen. Ich werde über dich wachen. Leb wohl, Elena. Jetzt sieht das irgendwie schon besser aus. Du kannst nun endlich in Frieden ruhen, Flying Hawk. Dank dir weiß ich, dass mein Dad irgendwo im Anwesen ist. Danke für alles. Free Bird. Also meinen Geist kann ich hier nicht rauslassen. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, wenn ich mich da weiter nach unten hangel. Aber ich glaube, ja, ich denke mal nicht, dass man hier irgendwas. Ich dachte, vielleicht kann man da durchfliegen. Ja, aber jetzt haben wir ja quasi schon alles erledigt, was wir jetzt an Aufgaben hatten. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Das ist eine gute Frage. Ins Gewächshaus kommen wir ja auch noch nicht rein. Wir haben doch jetzt nichts bekommen. Ne? Achso, ich kann mein Inventar jetzt gerade gar nicht. Gar nicht angucken. Neuer Tagebucheintrag. Flying Hawk ist jetzt fort. Er ruht irgendwo in Frieden. Ich freue mich für ihn. Wirklich. Er ist viel zu lange auf dieser Welt gewandelt. Ich wünschte nur, er hätte mich nicht ganz alleine lassen müssen. Ich fühle mich ohne ihn ein wenig verloren. Aber es hat mir ja schließlich etwas gegeben. Ich glaube nicht, dass ich ohne seine Hilfe so weit gekommen wäre. Und dank ihm weiß ich, was ich zu tun habe. Ich muss jetzt einen Weg in die Villa finden. Sie ist so groß und sieht von außen gruselig aus. Ich will das eigentlich nicht tun. Aber wenn das bedeutet, dass ich meinen Dad finde, werde ich alles tun, was ich muss. Ah, heißt das, wir können jetzt durch diese Doppeltür gehen? Rückseite der Villa? Ach, hier war die, ne? Können wir da jetzt durch? Weil die war ja nicht verschlossen, glaube ich. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.